Moin, liebe Ventartiner, hallo zusammen. Es geht weiter bei unserer Weihnachtsmarkttour und wir sind jetzt in Goslar. In Goslar. Erster Advent, es liegt reichlich Schnee und es ist mittags 13 Uhr und es ist schon recht voll hier. Und kalt. Und kalt. Skadi ist diesmal auch dabei. Wir nehmen euch jetzt mit und machen hier einen kleinen Spaziergang in Goslar. Diese Marktkirche wird mich noch ganz schön außer Atem bringen, aber dazu später mehr. Ihr solltet euch aber an dieser Marktkirche orientieren, denn da ist auch der wunderschöne Weihnachtsmarkt in Goslar. UNESCO-Weltkulturerbestadt Goslar. Die Altstadt ist besonders geschützt und ich kann das auch verstehen. Und hier ist auch dieser romantische Weihnachtsmarkt. Klar, tagsüber wirkt er längst nicht so romantisch wie abends. Aber wir fanden das tagsüber schon genial. Und der Vorteil tagsüber, man konnte hier in dem Weihnachtswinterwald auf dem Weihnachtsmarkt in Goslar auch ein bisschen was sehen. Das ist total klasse gemacht. Richtig viele hohe Tannen und jetzt mit dem Schnee, das ist wirklich traumhaft. Und im Weihnachtswald sind einige Buden versteckt mit äußerst leckeren Glühweinvariationen. Wer hier stehen darf mit seinem Weihnachtsmarktstand in Goslar, das wird schon sehr ausgesucht. Und da bietet sich für den Besucher ein buntes Bild an tollen, ja, Mitbringseln, Weihnachtsgeschenken und Spezialitäten. Der Hunger. In Goslar, eine schöne, leckere Bauernbratwurst. Und was kostet die? 7? Nee, Euro. 6 Euro. 6 Euro? Ja, die Krakauer kostet 7 Euro. Ah. Aber es gibt ein richtig geiles Kartoffelbrötchen dazu. Ja. Nicht so ein Schrott. Und die ist auch, das ist, glaube ich, die leckerste, die ich bisher auf dem Weihnachtsmarkt hatte. Rund um den Weihnachtsmarkt in Goslar gibt es natürlich zahlreiche einzelne Veranstaltungen und alle Informationen findet ihr wie gewohnt, ihr kennt das schon, in unserer Videobeschreibung zum Weihnachtsevent in Goslar. Was trinkst du da? Am Restaurant. Und, was kostet der? 4 Euro. Und scheint lecker zu sein, ne? Mhm. Schon der zweite. Oh. Spießbratenbrötchen und andere Leckereien haben wir schon gesehen ab 6,50 Euro. Also alles im normalen Bereich. Und in der Adventszeit gibt es auch einen Weihnachtsmarkt im Rammelsberg, im alten Bergwerk. Auch hier alle Infos? Genau da.
Und geht bloß nicht zu schnell an den einzelnen Ständen vorbei. Hier gibt es ganz viele leckere Spezialitäten aus der Region. Wie hier zum Beispiel dieser Stand. Sehr zu empfehlen. Lecker. Für mich ging es endlich bergauf. Also es ging bergauf. Und zwar in der Marktkirche kann man den Nordturm bis 18 Uhr zur Adventszeit besuchen und einen fantastischen Blick über die Stadt haben. Also festes Schuhwerk auf jeden Fall, Handschuhe, Schal, Mütze. Und es sind wirklich über 200 Stufen, die nicht ganz so einfach zu nehmen sind. Und da oben ist alles offen und sehr, sehr, sehr kalt im Winter, klar. Man darf für 3 Euro den Nordturm rauf und das lohnt sich auf jeden Fall. Für uns ging es allerdings wieder runter und Richtung Wohnmobilparkplatz. Der ist kostenlos und der ist recht zentral in Goslar. Die Karte blende ich euch ein. Erster Advent, richtig schön knackig kalt, Schnee in Goslar auf diesem traumhaften Weihnachtsmarkt, das lohnt sich definitiv. Und auch nebenbei gesagt, ist nicht nur der Weihnachtsmarkt zu dieser Zeit sehr attraktiv in Goslar. Nein, nein, man kann die Kaiserpfalz besuchen, hier wunderschöne Spaziergänge durch die Stadt machen. Goslar lädt ein und lohnt sich auf jeden Fall. Wir mussten leider weiter zum nächsten Weihnachtsmarkt, also seid gespannt. Bis dahin sage ich wie gewohnt, ciao und tschüss und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.